Hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahmesession King of the Hill. Ja, ich bin jetzt auf irgendeinem anderen Server diesmal gejoint. Ich weiß jetzt gar nicht auf welchem. Und diesmal werden wir beim Widerstand spielen. Und ja, hier bin ich dann natürlich auch schon wieder Level 1 nur. Vielleicht haben wir ja dieses Mal ein wenig mehr Glück. Und hier haben wir auch wieder nur eine Tar am Anfang. Was ich euch eigentlich sagen wollte, auf dem Warpod Server, also das Arma 3 altes Live Let's Play, auf dem Warpod Server werde ich jetzt die nächste Zeit leider nicht mehr spielen. Und ich bin dabei, mir einen neuen Server zu suchen, vielleicht auf einem, wo ich schon mal gespielt habe, wo ich mir also schon ein klein bisschen was aufgebaut habe. Muss ich mir allerdings noch überlegen. Kann jetzt sein, dass jetzt in der nächsten Zeit öfters mal dann dafür King of the Hill kommen wird. Weil, ja, solange ich noch keinen vernünftigen Server habe, möchte ich trotzdem für euch ein paar Arma-Videos haben. Und dann wird halt King of the Hill doch etwas öfter gezeigt, wie es eigentlich geplant war. Eigentlich sollte es ja höchstens zweimal die Woche erscheinen, aber jetzt wird es erstmal so sein, dass wahrscheinlich King of the Hill doch öfters kommen wird, fürs Erste zumindest, bis ich einen geeigneten Server habe. Und ja, dann kann das altes Live-Let's Play ganz normal wieder weitergehen. Natürlich wird es dann weiterhin auch dann wieder King of the Hill geben, aber ich werde es dann halt nicht mehr... Beziehungsweise es wird dann wie auch geplant nur alle 2 bis 3 Mal dann in der Woche da kommen. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich weiß gerade selber gar nicht, wo wir hin müssen. Nach Kavala, okay. Also auf jedem Server sind auch definitiv mehr Leute unterwegs als wie beim letzten Mal. Also man kann die ganze Liste quasi runtergucken. Also hier ist einiges los. Also werden hier einige Feuergefechte stattfinden. Finde ich aber eigentlich ganz gut, weil ja, dann hat man auf jeden Fall mehr Action. Ich werde wahrscheinlich ganz schön oft dabei drauf gehen. Aber ja, ist eigentlich egal. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben. Und da spricht wieder einer im Sidechat. Oh Gott, wie soll ich den denn jetzt hier rausfinden? Ach du Scheiße. Ach, da ist er sogar. Ist sogar bei uns im Team. Jump. Dann springen wir raus. So, wo landen wir denn hier? Ich glaube, wir versuchen mal in Richtung Krankenhaus zu kommen, ja. Wow. Ich glaube, unser Kollege hat gerade ins Gras gebissen, wenn ich das richtig gesehen habe. Den versuchen wir jetzt mal zu reviven. Ich hoffe, wir werden jetzt hier nicht weggeschossen. Drehen wir uns so ein bisschen weg. Dann dürften die uns eigentlich auch nicht sehen können. So, jetzt haben wir es ja fast geschafft. So. Der ist schon mal revived. Ich dachte schon gerade, der wäre jetzt schon wieder da drauf hängen. Aber ich muss sagen, die Klamotten vom Widerstand, die gefallen mir sogar eigentlich ziemlich gut vom Aussehen her. Oh, hier ist er. So, den hätten wir schon mal erledigt. Da war ich gerade gar nicht wirklich drauf gefasst, dass da einer kommt. Dann heilen wir uns mal hier lieber schnell, bevor nachher der nächste um die Ecke kommt. Weil hier geht doch einiges ab gerade. So, gucken, hat der irgendwas Gutes dabei? Ach Gott sei Dank, ich dachte schon gerade, das wäre ein Gegner. 6 Fünfer.
Ja, wir haben leider keinen Rucksack. Ah, da haben wir doch einen Rucksack. Knall ich mir die Kativa erstmal da rein. Ich glaube, der hat nämlich sonst keine Muni dafür. Die 6,5er. Ne, habe ich auch selber keine, aber vielleicht können wir sie ja. Okay. Vielleicht können wir sie ja nachher noch gebrauchen. Besser eine Waffe nutzlos dabei, als wie nachher gar keine Munition mehr zu haben. Beziehungsweise ohne Waffe dann dazustehen. Jeden Fall geht es hier gut ab. Ganz um die Ecke gucken können wir jetzt. Obwohl, wir können leicht durch die Wand gucken, finde ich auch sehr lustig. Gucken, ob wir das auf der Seite auch machen können. Ja, funktioniert es nicht so ganz. Hat ein Toter. Ach, der ist tot, okay. Ja, ich glaube, da gehe ich lieber nicht raus. Das sollte nicht ganz so gesund sein. Auch wenn ich weiß, dass wir dutzende Male sterben werden. Aber ein bisschen vorsichtig sollten wir ja trotzdem uns bewegen. Ach, wieso lade ich jetzt gerade überhaupt nach? Keine Ahnung. Okay, das sehe ich nix. Gucken, ob wir so ein bisschen schauen können. Sehe ich aber leider herzlich wenig gerade. Drehen wir uns mal auf die Seite. Aber da sehe ich leider auch nicht wirklich was. So, ich glaube, hier oben können wir es vergessen. Hier werden wir eh nichts finden. Stürzen wir uns einfach mal ein bisschen in den Kampf herein. Oh, 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 nein, 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 die Granate war scheiße. Ja, und der Sack überfährt uns. Was für ein Spasti, ehrlich. Vielleicht hat ja sein Strider wenigstens ein bisschen was abbekommen. Aber mit den Granaten, da habe ich es manchmal echt mit. Toll. Fliegt jetzt keiner mit dem Heli oder was? Mit dem Heli abspringen wäre eigentlich sinnvoller, als mit dem Strider dahin zu fahren. Weil mit dem Abspringen können wir doch mehr anfangen. Ach, ich sehe auch gerade die Runde, die hat wohl auch eben kurz bevor wir auf den Server gekommen sind, sogar erst angefangen. Wenn ich das nämlich hier sehe, Blufor hat 1, Opfer 3 und Widerstand hat 9 Punkte. Das ist ja noch nicht wirklich viel. Ja, dann werden wir auf jeden Fall einiges an Spaß haben können hier. Okay, wie der da gerade hängt, der sieht aus, als wäre er total gelangweilt und der, als würde er einschlafen. Was sind wir denn jetzt? Dauert noch ein bisschen. Ich mache hier die Spieler mal wieder weg.
50er Kaliber Sniper, okay. Also hier ungefähr war der Strider. Ich gehe jetzt in die Jump, 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 Außenperspektive, jump. weil dann kann man ein bisschen besser sehen, wo man hinfliegt. Mann, ich wollte noch ein bisschen mehr gleiten. So, dann gehen wir hier runter. Und schnell aufstehen am besten. Ach, scheiße. Da habe ich zu langsam versucht, auf den zu schießen. Ach Gott, aber anscheinend hat unser Teamkollege den wenigstens weggeschossen. Okay, wie die Leiche da liegt, das sieht schon etwas sehr merkwürdig aus. Wir haben auch einen etwas seltsamen Hals gerade. Das war ja jetzt gerade nicht wirklich ein langes Leben. So. Hier war doch ein Heli gerade. Ah, anscheinend fliegt der die Leute die ganze Zeit hin und her. Finde ich auch sehr gut. Dadurch kriegt der natürlich auch Punkte. Und wir sind schnell beim Gegner. Hey du da. Hey du da. Was guckst du? Da sind aber nicht wirklich viele eingestiegen gerade. Wechseln wir mal wieder zur Außensicht. Gute Frage. Wo kommen wir denn jetzt am besten runter? Wow. Ich dachte schon gerade, der wollte jetzt in die Stromleitung reinfliegen. Das ist auf jeden Fall ein feindlicher Heli. Ich werde jetzt extra etwas später abspringen. Jump, 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 jump. Nö. Jetzt springe ich. Ich möchte hier hinten landen. So, und sofort aufstehen, Junge. Und erstmal schnell in ein Haus rein, um ein bisschen die Lage zu checken. Also da oben sollten Sniper sein, da werden wir dann am besten nicht hin. Vielleicht können wir ja von hier der Seite eine kleine Überraschung machen. Ja, da kracht es auf jeden Fall gerade gut. Und unser Krüppel will nicht mehr laufen. Was die meint hier Musik abzuspielen. Na, gucken wir mal gerade. Welcher Idiot ist das denn, dieser Finlay? Gott, den jetzt hier zu finden, ist natürlich lustig. Finlay, da. Stummschalten. Das war's doch schon. So, da ist immer noch ein. Oh. Hier ist ein Ifrit und ein Strider direkt. Auf jeden Fall auch, wie die hier rumballern. Mit einem ziemlich dicken Geschütz. Ich weiß leider nicht, von wo die da gerade schießen.
glaube, ich habe hier gerade einen Sniper gehört. Ich weiß nur leider nicht von wo. Da ist auf jeden Fall gerade ein Gegner runtergekommen. Aber unser Typ muss sich gerade noch etwas ausräumen, bevor wir hier gleich wieder rausstürmen. Vielleicht können wir uns ein bisschen die Lager auskundschaften. Hier wird ja gerade gut was zerbombt. Die Rakete hörte sich jetzt auch nicht danach an, als wäre sie sehr weit weg. Gehe ich, glaube ich, auf jeder Seite noch ein Stückchen weiter. Vielleicht kann ich die Typen ja von einer Seite flankieren. Auf jeden Fall gerade ein AWP gehört. Alter! Ist klar, ich habe viel mehr auf dich geschossen und du verreckst nicht. Ist klar, Junge. Ja. Alter Schwede. Schießt zweimal an uns vorbei. Ich schalte die ganze Zeit drauf und der überlebt das. Klar. Und dann wären wir. Ist es dann nachher so, dass wir zur gleichen Zeit umfallen. Jo, ist klar, Junge. Ah, Gott. Naja. Wenigstens ganz killlos sind wir bisher noch nicht. Nimm uns mit, nimm uns mit. Okay, ich weiß gerade nicht, was der mit seinem Arm da gerade gemacht hat. So, rein da. Go, 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 go. Ja, anscheinend haben wir sogar ein paar Deutsche im Team. Keine Ahnung, ob der da gerade. Okay, der hat gerade dermaßen gedesinkt. Ja. Sieht toll aus, wie der hier gerade. Super. Ich glaube, der Server ist gerade abgeschmiert. Ganz. Oder? Naja, er scheint doch noch zu laufen. Okay. Aber ich bin nicht der Einzige, weil ich meine, ich hätte da gerade gesehen, dass da einer was von Leck geschrieben hat. Ja, okay, sind ja auch, ich glaube, 80 Leute auf dem Server. Da kann das schon mal vorkommen, dass es dann zu leichten Lecks kommt. Aber es hat ja noch funktioniert. Wir sind ja noch auf dem Server. Alter, ich muss diese Karten, die Spielerliste direkt machen. Naja, da sieht ja kein Mensch mehr was. So, wo könnten wir denn als nächstes... Ja, da ist angeblich ja der Sniper. Ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich weiß aber, dass hier... Wo sind wir denn eben abgesprungen? Ich glaube hier. Genau, da hinten, wo der Heli ist. Also sicher doch. Und raus. Na super. LOL. Ernsthaft?
Du geh doch da drauf.